Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0815 Live. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem nächsten Pay-Per-View, dem Survivor Series, wo ja dann die Champions von 0815 Live und ECW gegeneinander antreten werden. Aber das dauert noch wenig. Bis dahin schauen wir, was in den verbliebenen Wochenshows noch so passiert. Deswegen legen wir jetzt einfach mal los. And we're starting this card off with some fireworks. Let's do this. So Ja, don't und move wir on starten mit dem console. ersten Match von Abend, da ja bei dem Pay-Per-View diesen Monat keine keine Titelverteidigung stattfinden kann, wenn wir die Titel jetzt in den Wochenshows bis dahin den Besitzer wechseln lassen oder den Titel festigen. Ja, das erste Titelmatch ist der Thunderbolt als Hauptherausforderer gegen den Ace the Face. Schwungschnell, eins raus und ab geht's. These competitors are squaring off, looking to outmatch each other. It's gonna be a tall task for one of these two. Und ich bin ja mal gespannt, ob der Thunderbolt es schafft, den Ace the Face den Titel abzunehmen oder ob er ihn weiterhin behält. This superstar is dangerous both inside and outside the ring. You gotta believe this one's over. Und dann schöne. Trust me, if you're a Und dann doch nicht, dann WWE wäre ein Tunnel superstar, gewesen vom this ersten Face. Interessanter no Move, das Thunderbolt. way. He's bringing it back inside the ring now. Lariat. Und dann schöne Clothesline vom ersten Face. Gepaart mit ein paar schönen Schlägen vom Thunderbolt. He wants no part of the outside. Not looking good for the champ here. He's a true champion. I suspect oh, he has plenty of fight left in him. Nailed it. Nice. Shut it down. He's got Und der Spoof war so vom Thunderbolt. And the champ kicks Aber da out. kommt der Ace of Face dran mal raus. Oh no. We know what this is. Und da kommt der geladene Finisher vom Thunderbolt. Und der nächste Blitzversuch. Aber ist zu fest. Noch einmal aus. Und der Reversal vom Ace the Face. Definitely not where you want to be right now. Gotta find a way to get out of this, Michael. Wow, incredible height. Und den Irish Whip. The champ with reason to be Und der Konter. He's always ready for a fight and has seen his fair share of wars in WWE. This, here he goes. Is he done? Und der Aufgabe-Move. Aber Ace of Face kommt noch einmal raus. He's not done just yet, Michael. We may be looking at a power bomb. Tja, der Thunderbolt ist hier oben in diesem Match. You have to wonder what's going to happen next. Well, whatever it is, it's going to hurt. I can tell you that. Harsh impact. He's making a statement here with this attack. He might have it. Oh, it's locked in the armbar. Can he end it here? Und ein weiterer Armbar, aber Ace the Face kommt auch dort raus. He forces his way free. Man, he just has so much resolve. Oh man, what a leg drop. He's not going to like this. Und der nächste geladene Finisher. And now, ooh, that's the Und der Ring durch. Und der nächste Blitzversuch.
Und das war's, wir haben einen neuen Champion. Der Thunderbolt hat fürs erste den Titel vom Ace to Face für sich beansprucht. What a battle. Respect to both competitors. Eine schöne Respektgeste von Ace to Face. Warum holt denn der Thunderbolt seinen Titel? Ja, ist jetzt im Runden nicht überreicht, aber er hat es ja geschafft. Er ist stolzer Typ plus 1. Ist Champion, Ace the Face, oh 100 plus 3, aber das stimmt ja nicht ganz. Er hatte noch sein Rückmatch. Ja, er ist respektvoll, Stolz plus 2, Respekt plus 5. Und Kühn plus 2. Und wir gehen weiter zum nächsten Match. So, dann Rob Hogan gegen Arya Daivari und es gewinnt Rob Hogan, Mustafa Ali gegen den Nightmare, es gewinnt der Nightmare, True Gulasch gegen den Black Pain, es gewinnt der True Gulasch und das nächste Titelmatch, Kyle O'Reilly hatte noch sein Rückmatch gegen den John Reyes, um eventuell sich seinen Titel wieder zu holen, also schwungschnell, eins raus und ab geht's. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. If you haven't hit record yet, now might be a good time to do that. These guys are going to have a match you'll want to watch over and over again. Und ich bin gespannt. Kann der John Ray seinen Titel verteidigen? Oder bekommt Kyle O'Reilly ihn zurück? Yeah, sometimes you need to go outside the bounds of the rule to make noise. Kyle O'Reilly knows that. Ein schöner Reversal und ein Dropkick von John Reyes. Beautiful technique. Und der John Reyes hat das Match bisher gut im Griff, ein weiterer Krieg. Und Kyle O'Reilly rollt sich erstmal raus, zieht sich dann wieder hoch. Und da fliegt er erstmal komplett raus, der gute Kyle O'Reilly. Permanently swinging one way. That's what he wants to avoid here. You seem more motivated than ever heading into this match, which makes me think he still has plenty of fight left in him. Da war der Witz zu lang. Walking around the city earlier today, guys, the only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went, from the coffee shop to the bookstore, everybody was talking about this match. Near a count out here, Corey. It would be a shame if this ends in a count out, Cole. Back in the ring again. Oh!
knocked off his feet. Now that's a takedown. Und das war der erste gute Versuch, aber John Reyes kommt noch einmal raus. Und dann ist schöne Kopfnuss von John Reyes. Ah, der Ring hat schon gekriegt, der Superhit schief. He's really looking to prove a point here. And the odds just swung in Kyle O'Reilly's favor. The champ starting to falter a bit. You have to wonder if he could recover from this, guys. Oh. The amount of punishment he's absorbed in this match is absolutely insane. Oh, they know he's chief of some race. This might be it, guys. The number one contender making it look easy. Und Thompson Race raus und rückt auf. Er kommt raus. Wow, he got out of it. Yeah, I'm not so sure he had it fully locked in. And if you gotta believe this one's over. Ein Irreschub. Und der nächste Versuch gegen den John Race. And the champ kicks out. Wow. Aber er kommt noch einmal raus. Ja, mental war lieber sehr Match, aber John Reyes lässt sich trotzdem nicht gefallen. Jetzt geht es nicht gut. Starting to look fatigued here, guys, and when that happens, your whole body starts to give out on you. He's gonna need to be careful. Well, it'd be unrealistic to expect him to not at least take some offense here. The good news for him is that he still appears to be in a better place than his opponent. Only one place to go when you're stuck in the fireman's carry. Yeah, down. And I can tell you it's not a pleasant trip. And there's his speed paying off. Und der schöne Falldriver von John Reyes. Und das war's. John Reyes hat seinen Titel verteidigt gegen den Kyle O'Reilly. Das bedeutet, Kyle O'Reilly wird dann auf den letzten Platz gesetzt. Und wir gehen weiter zum nächsten Match. Ja, danach habe ich noch Clay Metallic gegen Eli Samuels. Und es gewinnt Eli Samuels. Danach Glorious Boss gegen den Viper. Und ja, das simulieren wir mal. Und Viper hat gewonnen. Er ist auf Platz 3 des World Rankings. Ja, und wir reden weiter. Schauen Sie sich Champion zu Breaking an. Die Rivalitäten und natürlich auch die News. So, Ipman startet eine Gegenoffensive gegen Viper Banks und beglich schon die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Redners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Ja, das finde ich schon gut. Ja, die einzige Rivalität ist immer noch 7 Wochen lang zwischen Viper und Ipman. Und Ace of Face und der Thunderbolt haben eine rundere mögliche Rivalität. Wir gehen weiter zum Championship Break. Ja, hier sitzen wir. Kyle O'Reilly erstmal runter auf den letzten Platz. Denn er hat sein Titelmatch verloren. Oh, für Better Dems hat nicht auf letzten Platz. Ja, neue Hauptherausforderung ist dann wieder einmal. Er war es ja, glaube ich, schon mal kurze Zeit. Unser guter Mike Civoli. Ja, wahrscheinlich das nächste Titelmatch kommt dann erst nach Survivor Series. Ja, der Thunderbolt hat den Titel gewonnen vom Ace of Ace. Das heißt, Ace of Ace hat ja noch ein Rückmatch. Danach hat der Freaky Move die Chance und der Crazy Horse. Ja, wir gehen weiter zu ECW. Ja, und wir sind angekommen bei ECW. Ja, kurze Info, wir zeigen heute bei ECW kein Match. Dafür zeige ich morgen nur bei ECW 2 Matches, denn wir machen morgen die Matches und die Titel von ECW. Das heißt, heute einfach ohne simulierte Matches bei ECW. Morgen wird es dann nur simulierte Matches bei 015 live geben.
Ja, und wir gehen rein in die Show und legen mal los. Enough of the preliminaries. So, erste Match, Flying Peace gegen Adam Cole mit einer wirklichen Rivalität. Und es gewinnt Adam Cole. Danach The Black Droid gegen Gentleman Jack Gallagher. Es gewinnt The Black Droid, El Roleño gegen TJP. Und es gewinnt TJP, Johnny Gargano gegen Jack Gable. Es gewinnt Johnny Gargano, White Tiger gegen Akira Tozawa. Und es gewinnt der White Tiger und er hat einen neuen Feind und zwar Akira Tozawa. Ja, dann der Green Hero gegen den Ace Ultimate. Es gewinnt der Green Hero. El Marco Jr. gegen Bobby Fish. Es gewinnt El Marco Jr. Ja, wir haben noch eine Rivalität, aber noch Adam Cole gegen Flame Peace, Flaming Vermullen gegen Rey Mysterio, El Rolino TJP. Und Green Hero gegen Ace Ultimate als mögliche Rivalitäten. Gehen wir ins Championship Ranking rein. Ja, der White Tiger hat dann morgen das Match gegen den El Roleño, denn er ist Hauptherausforderer. Und der Green Hero hat die Chance auf den Titel vom El Marco Jr. Ja, aber das sehen wir dann morgen. So, wir sind angekommen bei Clash of Champions, unserer Nebenshow. Und wir legen los und schauen, was hier heute noch so geschieht. Time for the first match of the night. A night of champions contest between two impressive superstars. Und wir legen los mit einer 8-Mann Battle Royale over the top rope. El Marco Jr., The Futuro, der Goldjunge, Green Hero, Haku Yamashita, Nightmare, Ace Ultimate und Viper Banks. Und es gewinnt The Futuro. Danach Ip Man gegen The Black Pain. Es gewinnt The Ip Man. John Reyes gegen David Rollins gegen den Crazy Horst. Es gewinnt John Reyes. The Flying M gegen den White Tiger. Es gewinnt The Flying M. Fleming Vermullen, unser holländischer Müllmann, gegen den Jordan XYZ. Es gewinnt der Fleming. Mike Civoli gegen John Reyes. Ach shit, der Doppeltmatch. Nee, egal, wenn ich fast. Naja, komm vor. Es gewinnt Mike Civoli, Ila Samuels gegen El Roleño. Es gewinnt El Roleño. Ja, und wir schauen uns das Powerranking an. Und danach war es das aber schon wieder für heute. So, der Glorious Boss auf Platz 1 bei ECW, Brand 115 Live. Der Ila Samuels auf 2, Ip Man auf 3. The Flying M auf 4 und Viper auf 5. Und Linz Dorado noch immer auf Platz 32. Bei ECW ist El Marco Jr. auf 1, der White Tiger auf 2, El Roleño auf 3, der Black Droid auf 4 und der Green Hero auf der 5. Und Norm da ist auf dem letzten Platz. Ja Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Schaltet dann morgen um 18 Uhr wieder ein, wenn dann die Titelmatches bei ECW stattfinden. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne etwas in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da und falls es nicht getan, auch gerne ein Abo auf diesen Kanal. Ich empfehle mich für heute, ich bin der Harry, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis morgen und tschüss.